Herzlich willkommen, liebe Monique. Ich freue mich so sehr, dass das heute geklappt hat mit uns. Und ich bin so gespannt auf deine Story. Ich habe ja schon so kleine Sachen gehört von und kann es gar nicht abwarten, da jetzt die komplette Geschichte von dir zu hören und deine Erfahrungen mit Amanita muscaria, dem Fliegenpilz und was er für dich tut, was er für deine Freunde in deiner Umgebung getan hat oder Bekannte. Genau. Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja, danke, liebe Mira, für die Einladung. Hat ja ein bisschen länger gedauert, dass wir zueinander gefunden haben, aus organisatorischen Gründen. Deshalb freue ich mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Ja, mein Name ist Monique König. Ich bin ja im Prinzip Lebensbegleiterin oder auch Trauerbegleiterin. Meine Geschichte ist im Grunde so, dass ich 2009 haben wir unseren ersten Sohn verloren. Und da wurde ich quasi vom Leben so auf den Weg geschubst und bin seitdem auf dem Weg A zu mir selbst und B, mich reinzufühlen und reinzuwachsen in meine Aufgabe. Und meine Aufgabe ist es einfach auch eine Brücke zwischen den zwei Welten zu sein oder zwischen den scheinbaren Welten. Mich gibt es quasi jenseits und diesseits gar nicht, sondern es ist letztendlich alles eine Einheit, wenn wir uns erlauben, das dann so bewusst anzuerkennen und wahrzunehmen. Ja, also das ist im weitesten Sinne. Und ich habe viele Sachen gemacht, gelernt, ausprobiert. Und bin, jetzt ist noch gar nicht so lang her, 3 Monate sind es gar nicht, bin ich auf Amanita muscaria gestolpert. Genau. Und dann sind wir uns begegnet über dein Buch. Genau. Oder über dein Video eigentlich. Genau, ich habe es gerade auch hier liegen. Mal ganz kurz noch Eigenwerbung. Genau. Genau. Ja. Und ich bin halt jemand, wenn ich auf was stoße, ich habe das Video gesehen von dir, das Interview. Die ist, glaube ich, auch Monique, Genau. die du interviewt hast. Und da habe ich dann drunter kommentiert, weil ich das so mega spannend fand. Und da bin ich dann noch mal ein bisschen tiefer eingetaucht. Und ich bin halt jemand, wenn ich mich für ein Thema begeistere, interessiere, dann muss ich alles. Dann höre ich Podcast, lese, mach dies, dann tauche ich so voll ein. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, das dann selbst auszuprobieren oder oft schon, dass ich ausprobiere und dann erst weiter einsteige, dass es parallel dann läuft. So war es dann mit dem Fliegenpilz auch. Und ja, deine Geschichte ist natürlich, also für mich als Mama auch, ist das natürlich eine super krasse Geschichte. Und ich will da gar nicht so weit überhaupt denken, dass ich mich mit sowas nicht befassen müsste irgendwann. Das ist wirklich eine sehr beängstigende Vorstellung, das eigene Kind zu verlieren. Und dass du da den Leuten hilfst damit, ist unglaublich gut. Das finde ich total toll. Und du hast ja gesagt, dass Amanita muscaria da ein sehr gutes Tool für solche Sachen und Trauerbegleitung sein kann. Wie siehst du da die Verbindung mit? Also ich muss ehrlich sagen, das ist sowas, was ich spüre und wahrnehme. Das habe ich in der Begleitung noch nicht als Erfahrung mitnehmen können. Aber für mich war das sofort da, weil es ja auch darum geht, Ängste. Also es ist so, dass es dich, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich nehme es, wie gesagt, seit 3 Monaten, dass es mich wieder mehr zu meiner Essenz noch gebracht hat. Und diese Zweifel, diese Gefühle von, ah, ich bin vielleicht noch nicht bereit, ich bin noch nicht gut genug, da das so ein bisschen, ja, neutralisiert, will ich mal sagen. Und du mehr deine innere Stärke spürst, die Essenz, wofür bin ich hier und was macht mich aus und was ist so mein Sinn hinter dem ganzen Leben hier? Warum bin ich denn hier so hingeklatscht worden? Warum bin ich denn inkarniert und was will ich denn hier im Leben? Will ich jetzt wirklich einfach nur ein schönes Leben haben? Das ist natürlich auch toll, ideal, wenn es dir gut geht, ne? Und nur wenn es uns selber gut geht, können wir ja vielleicht auch erst ein Beitrag sein für andere, ne? Und ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, der hier auf der Erde ist, auch seinen Beitrag gibt, unabhängig davon, ob er das bewusst macht und auslebt im Sinne von, ich mache jetzt Business oder so, oder eben einfach im Rahmen seiner Familie, im trägt seinen Samen aus, genau, im Rahmen seiner Freunde und seines Lebensumfeldes, ja. Und da gibt jeder ganz automatisch das, wenn er bei sich ist, was auch immer ein Stück weit Beitrag und Heilung ist für die anderen, ne? Wenn wir aber in diesen Schubladen und Mustern sind, wo wir normalerweise immer von Anfang an, das fängt beim Kindergarten an, Schule, in dieses System gepresst werden, dann wissen wir nicht mehr, wer sind wir wahrhaftig.
Und Was ich ist unsere finde da, Aufgabe? das Genau. ist unsere, ja, also das war die größte Frage, die ich hatte nach diesem Ereignis, nach diesem Schicksalsschlag. Bam, was ist denn der ganze Sinn? Und was ist jetzt mein Sinn? Und dieses Hinterfragen, das, und oft ist es ja so, dass erst so intensive Krankheiten, Schicksalsschläge, Unfälle, Todesfälle uns dazu bringen, mal nach innen zu schauen und nach dem Sinn zu fragen. Solange alles prima läuft, laufen wir wie die Schäfchen mit dem System, ja, die kleinen Lemminge. Ja. Und Amanita Muscaria, finde ich, schafft es, diese Boxen, in denen wir sind, zumindest erstmal größer zu machen. Der Horizont erweitert sich und dann können wir selbst entscheiden, okay, wie möchte ich denn weitermachen? Aber um Ja. dein, auf deine Frage zurückzukommen, ich bin ein bisschen abgeschweift. Alles gut. Ich hatte es total im Feld, dass eben dadurch, dass wir diese Muster und dieses, wie muss ich denn trauern, wie ist das denn? Es muss ja immer schlimm sein, es ist ja immer schlimm. Aber wenn ich mit mir bin und wahrhaft reinspüre, natürlich, wir können den Menschen dann nicht mehr greifen und Verlust tut immer weh, ist immer schlimm. Eigenes Kind ist auch nochmal eine ganz andere Dimension. Aber wenn wir in unser tiefes Wissen spüren, dass die Seelen ja immer verbunden sind, dass die Seele unsterblich ist und wir spüren, die tiefe Liebe ist immer da, dann kann auch da dieses Gefühl von Trauer vielleicht die Erkenntnis bringen, dass Trauer nur eine Facette der Liebe ist auch, ne? Und das ist für mich schon wieder so ein Stück weit ein Lichtblick. Und Amanita hilft dir dabei, die Wahrheit zu erkennen. Auch in dem ganzen Spiel, das sich Leben nennt, ja. Es nimmt dir so ein bisschen diese rosarote Brille ab. Und klar, es ist manchmal nicht schön, was man dann vielleicht wahrnimmt, aber die Wahrheit heilt. So Ja. ist es. Ja, das hat, berührt mich auch gerade wirklich sehr emotional, was du da sagst. Das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt mit Freunden vor kurzem geredet und das war auch so eine Erkenntnis noch, was Amanita Muscaria, also der Fliegenpilz, mit dir macht. Irgendwie resettet er dich zurück in Kindertage, also so dein Gehirn, weil diese ganzen Sachen, die man lernt, diese sozialen Regeln, du musst ja das sein und hier und die ganzen Traumata, die man vielleicht erlebt und Ängste, die man entwickelt über die Jahre, weil man programmiert wird von außen und der Fliegenpilz, der resettet dich irgendwie. Du bist wieder angstfrei, du hast Motivation, du willst alles entdecken, du bist kreativ, du hast die Energie. Ja. Irgendwie ist das so ein Reset Ja, für Sachen, die die Software passiert fährt noch mal neu hoch, gell? sind. Genau, ja. Und Und das, man sagt ja auch, ja. Kinder haben noch ein besseres Empfinden für die Welt und für die Welt, die wir nicht sehen mehr. Naja, sie sind Und ja noch angebunden an das alles, an den Ursprung. Ja, wenn wir von dem genau. Ursprung ausgehen, wenn wir inkarnieren, sind wir ja noch unbefleckt, unmanipuliert, also einfach rein, ja, so Genau. noch neu, ja. Und der Fliegenpilz katapultiert dich irgendwie wieder dahin. So. Ja, und ich glaube aber, dass ein Stück weit das immer auch, also du hast jetzt nicht das Gefühl, du bist jetzt mit so einem, ich habe jetzt so ein Bild, Schleudersitz. Also es ist jetzt nicht wie ein Schleudersitz, du kannst Nein, das nicht, nein, nein, ja. das stimmt. Es wird dich, also es geht immer mit dir in Einklang, ja. Es ist nichts, und wenn du dich da drauf einlässt, das ist so ein bisschen wie so ein, als ob man auch mit der Pflanzenseele so in Connection ist und das ist wie so eine Symbiose. Du wächst da langsam rein und das, was dran ist, zeigt sich zuerst. Und was ich auch habe, ich habe ganz oft dann nochmal so Momente, also vielleicht auch in Träumen, also ich träume oft, die sind mir auch klarer und bewusster. Und da kriegst du dann nochmal so Schlüsselmomente, wo vielleicht die ein oder andere Situation dich eben dazu gebracht hat, so und so eine Muster zu kreieren. Ja, und das hilft auch. Das brauchst du nicht unbedingt, aber wenn du das erkennst, ist es immer nochmal so ein Aha-Moment. Ah, und dann kannst du das nochmal eher loslassen. Genau. Also ich finde, stimme ich 100% zu. Und ich finde auch, weil ich hatte die Frage oft bekommen, warum soll ich jetzt Pilz essen und dann nicht Therapie machen? Für dich zum Beispiel, in deiner Situation,
Was hältst du davon? Das Thema Therapie oder den Pilz oder was soll man, was würde deine erste Anlaufstelle sein, wenn jemand jetzt so ein Erlebnis durchlebt? Ja, also meine Erfahrung ist zum Beispiel, ich habe damals Hilfe gesucht. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Psychologen. Das Ding in Deutschland ist ja auch, find mal einen Platz. Ich meine, du bist wirklich lost. Du bist in dem Moment lost. Du hast vielleicht Angst, mit dem Auto gegen den Baum zu fahren und du suchst Hilfe. Dann, also ich habe ewig keinen Kontakt bekommen. Dann, wo es soweit war, habe ich in den Gesprächen festgestellt, die Menschen können mit mir nichts anfangen. Ich kann mit dem Menschen nicht anfangen. Es hieß dann ja, was wollen Sie denn hier? Sie sind doch so straight. Sie, hä? Also die haben gar nicht verstanden, weil ich äußerlich so stark gewirkt habe, worum es mir geht. Und dann dachte ich, ja, was soll der Scheiß auf Deutsch gesagt? Und dann bin ich eben den spirituellen Weg gegangen. Ja, also ich bin dann, habe mir eine Mentorin gesucht oder die hat mich gefunden. Das, ich glaube ja auch an die göttliche Führung. Ja, und ich habe dann, das war eine tiefe Meditation. Ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Wir haben halt eine Live-Session gemacht und ich wusste gar nicht, nur mach mal. Es ging mir um mich, um meine Heilung, um Verstehen und Trauer und so. Ne? Und ich hatte tatsächlich in dieser tiefen Meditation, ich muss dazu sagen, ich bin nicht gläubig, ich bin nicht getauft, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich habe mit Gott nichts. Ja. Ich auch. Aber deshalb die Verbindung. Ja, das ist so die, deswegen matcht das so gut. Gänsehaut. Und ich war in dieser Trance und da ist mir doch echt die Energie von Jesus Christus begegnet. Und das war schon so, boah, ich dachte, was, das gibt's? Und so real, also energetisch, seelisch im Feld. Und ich dachte, was geht denn hier? Und das hat mich natürlich neugierig gemacht. Also da hatte ich im Herzen eine riesen Herzöffnung schon und das war schon viel Heilung, der erste Schritt. Und dann bin ich mit ihr den Prozess gegangen und das ging alles viel schneller. Als ich habe so 8 Stunden gebucht und ich war nach 4 eigentlich so, dass sie dachte, ja, du hast jetzt so und so viel gebucht. Du machst so Fortschritte. Ich habe dann noch am Wochenende ein Reinkarnationscoach-Seminar. Wenn du willst, kannst du damit reinrutschen. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, ich habe den Rückführungscoach quasi. Also ich kann auch rückführen. Und das, so ging das immer weiter. Dann war es der Geist, Heiler, dies und das. Und ich habe einfach festgestellt, mir hat Therapie nichts gebracht. Es gibt Menschen, die brauchen das. Also da muss jeder für sich entscheiden. Aber vielleicht kann der Fliegenpilz so eine erste Hilfe sein, so ein Notfallkofferchen, ja, dass ich was habe. Wenn was bekannt ist, dass dir das in der Situation hilft, anstatt dir Valium reinzuballern, ich meine, der Fliegenpilz oder ist natürlich... Alkohol oder was auch immer, das zu betäuben. Ja, ich meine, ja, völlig normal, kann ich selber davon sprechen. Ich hatte das Glück, ich war damals schwanger, ich durfte das nicht. Ich habe es dann mit Baldrian versucht. Und ja, für mich war wirklich der Weg nach innen, in dieses Bewusstsein, dass es diese geistige Welt gibt und dass mit Energien so viel möglich ist. Ach, das ist so ein weites Feld, da können wir 10 Jahre sprechen. Ja, und ich glaube, da hat jeder einen eigenen Weg. Aber ich... Und ich wusste von Anfang an, wo mir Amanita Muscaria begegnet ist, in meinem Feld, wenn ich mit Trauer arbeite und den Prozess begleite, das kann wirklich wie so ein Erste-Hilfe-Kit sein. Auch wenn ich nicht die Erfahrung habe, ich spüre das einfach. Also in der Connection mit der Pflanzenseele. Wenn ich die Pflanzenseele jetzt channeln würde, würde ich wahrscheinlich die Info kriegen. Ah, spannender Impuls dazu, siehst du. Könnte man mal machen. Ja, ja, für mich, ich finde, ich bin so verliebt in diesen Pilz. Ich meine, ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben, sage ich immer. der hat mich direkt bewegt. Und das, was er mit dir tut, wenn du ihn einnimmst, am Anfang, du merkst es ja gar nicht so und irgendwann stellst du fest, du hast gar nicht so viel Sorgen dir heute gemacht, sondern du bist einfach ganz einfach durch den Tag gelaufen und hattest genossen und hattest Energie. Und jetzt mittlerweile nehme ich ihn eigentlich relativ selten. Ich brauche ihn gar nicht mehr so oft, weil das Wichtige ist auch, dass der Fliegenpilz ein Werkzeug ist. Mhm. Er hilft dir nicht automatisch mit deinem Problem, aber er ist ein Werkzeug und zeigt dir einen Weg, wie du gehen kannst. Und irgendwann lernst du das halt auch ohne diesen Pilz, weil du die Erkenntnisse hast und die Erfahrungen machst, was sie neu programmiert. Wirklich. Mhm. Und
viele haben ja auch die Frage, ja, aber bei Pilze süchtig machen oder Droge, ne? Genau, Ich finde aber, der ja. Pilz macht alles andere als süchtig. Er sagt mir eher, nö, brauchst du heute nie, ich vergisste. Und also ich nehme ihn Genau. wirklich super selten. Was sagst du dazu? Ja, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn er dann, ich habe ihn dann eine Zeit lang auch intuitiv nicht genommen. Und dann zeigt er sich in den Träumen. Das von dem Traum, wo ich erzählt habe, da habe ich es dann wieder mal, dachte, okay, komm, nimmst du mal wieder. Und auch so ein bisschen der Intuition folgen, wie viel auch. Die Menge ganz langsam anfangen, ne, sich Schlüsselwort Mikrodosierung heißt wirklich Mikro. Und sich da reinzufühlen, wie geht mein Körper damit um? Und ja, es ist wirklich eine sanfte Veränderung. Oft ist es sehr hilfreich, da wirklich sich aufzuschreiben. Heute ging es mir so und so. Wenn man sonst in diesem Hustle ist, man merkt man vielleicht gar nicht, dass man sich leichter fühlt. Man funktioniert einfach weiter. Ja. Genau. Woran Dafür ich haben wir es ja auch ganz. das Journal entwickelt. Ich weiß nicht, Genau, ob du das schon genau. gesehen hast, wo man auch wirklich tags aufschreibt, heute früh habe ich so viel genommen, abends habe ich so viel genommen, das habe ich geträumt, so viel Energie hatte ich heute tagsüber und so weiter und so fort, verschiedene Punkte. Und dann kann man das alles in so einen Graphen eintragen am Ende des Monats oder Ende der Woche, je nachdem, verschiedene Sachen. Und dann sieht man den Überblick, wie hat der Pilz sich wirklich verändert, weil viele. Und da schließe ich mich manchmal selber ja auch mit ein, trotz dass ich schon quasi ein bisschen ausgebrochener bin aus den ganzen deutschen Sachen, sag ich mal. Trotzdem lebt man so in der Routine und im Alltag, und Kinder, Hunger hier, da hinbringen, arbeiten da. Man ist so gefangen, dass man selber gar nicht mehr so richtig in sich reinschaut. Und dafür ist das Journal wirklich richtig gut, dass mit dem Fliegenpilz wieder zu lernen, in sich reinzuschauen und reinzufühlen, mal kurz da zu sitzen abends. Wie habe ich mich eigentlich gefühlt, so Ja. den ganzen Tag über, weil man das sonst einfach Ja. nur Das ist vergisst. auch ein Stück weit einfach Selbstfürsorge, ne? Und das ist auch ein Schlüssel, der dich wieder mehr zu dir bringt. Oh. Und das Krasseste, was ich als Erfahrung habe mit dem Fliegenpilz, ist wirklich, dass er es geschafft hat, dass ich mir so ein Mammutprojekt auferlege oder mir zutraue, wirklich zu meinem Thema einen Online-Kongress zu machen. Und ich habe da schon jetzt immer noch, also es ist noch eine Wand da. Und ich bin froh, dass ich das Tool habe, Fliegenpilz, dass ich nicht sage, oh nee, ich mach's doch nicht. Aber das ist halt echt ein Riesenprojekt, das so ein Ding zu stemmen alleine. Es macht Angst, muss ich zugeben. Ich habe riesen Respekt davor, aber auch da spüre ich, da ist was Großes dahinter, das macht Sinn. Das will halt raus. Und dann bin ich echt dankbar, dass der Fliegenpilz mich da unterstützt. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Das hätte ich mir ja vorher nie zugetraut. Ah ja, das können andere machen. Anderes Feld, nicht ich. Ich nicht. Nee, 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 nee. Nee, finde ich super. Und ich wollte genau auf den Kongress, wollte ich auch noch zu sprechen kommen und direkt mal unsere Zuschauer fragen, wer da Interesse hat, was zum Beispiel, welche Themen wir noch interessieren würden und so weiter und so fort, dass in unsere Kommentare einfach von dem Video da Leute ihr Interesse noch bekunden können, wer da Lust hat, dass wir die mit einladen können. Und ich bin ja auch am Überlegen, ob ich mit als Sprecherin in dem Kongress auftrete, wobei das Thema, wie gesagt, ja natürlich für mich auch riesengroß ist. Aber ich freue mich, dass der Pilz dir da den Schubs gibt. Für mich hat er den Schubs zu dem Buch gegeben. Also ganz ehrlich, eigentlich habe ich das Buch gar nicht geschrieben. Das war der Pilz. Ja, und so schnell schreiben wir auch, ne? Ja. Wie lange hast du gebraucht, das Buch zu schreiben? Also ich habe mit einer Ghostwriterin auch zusammengearbeitet, ne? Und wir haben das 4 Monate. Ging echt Boah, schnell, krass. ja. Wir haben aber auch wirklich so hardcore dran gesessen und gearbeitet und alles Mögliche recherchiert. Und wir wollten den Schamanen ja auch mit reinnehmen, weil für uns die spirituelle Seite wichtig ist, weil der Fliegenpilz so spirituell ist einfach. Wir haben die wissenschaftliche Seite für alle, die da ein paar Studien sehen wollen, mit reingenommen. Aber wir wollten das balancieren einfach, weil das auch zusammengehört. Genau. Und wir Ja. haben wirklich da Tag und Nacht dran gesessen und wir wollten das unbedingt so schnell wie möglich rausbringen, weil wir wissen, was das für ein wichtiges Thema ist für die Menschen. Und jetzt muss es nur noch gehört werden. Und ja, und ich finde, es hat so viel Potenzial, echt vielen Menschen zu helfen. Und das hat uns angetrieben, einfach. Und Ja. der Blitz, weil der die Energie, Motivation gibt, der findet die Lösungen für dich. Und es geht einfach, es läuft einfach wie auf Schienen.
Ja, gerade wenn es um die Psyche geht oder um die Seele, ne, da die Verbindung wieder zu kriegen. Also da ist es wirklich wie so ein Schlüssel, der eben die weiteren Türen dir zeigt, da kann es hingehen, da kann es hingehen, wo sonst nur eine dicke Mauer war. Ne, so kann man es vielleicht bildlich beschreiben. Ja, also die Mauern werden niedergerissen, die ganzen, das kannst du nicht. Warum nicht? Ja, vielleicht hinterfragst du einfach mal deine Glaubenssätze, die du hast, ne? Und du kommst überhaupt mal ins Fühlen und nicht ins, also vom Denken ins Fühlen auch so, ne? So wie so ein Genau. Fahrstuhl ins Herz. Sag uns doch nochmal, für wann du den Online-Kongress geplant hast, wie ungefähr Also. das aussieht, damit sich die Leute da vielleicht auch schon eintragen können oder Ja, was, nee, wenn die das das. ist, so weit ist es noch gar nicht. Soweit Also ist es noch nicht, aber. ich gehe damit noch gar nicht in die Öffentlichkeit. Es geht jetzt nur darum, also ich muss erstmal im Prinzip das ganze Konstrukt von organisatorischen Sachen, Software, Homepage, also weiter, das machen und die Menschen halt interviewen. Ich habe das vor im Herbst, September vielleicht Oktober, je nachdem, wie ich vorankomme. Auch ich bin ja auch Dreifachmama, also eigentlich Vierfachmama. Und das dann alles so mit reinzubringen, ist halt so eine Herausforderung. Ja, also tendenziell Herbst und Genau. es ist ein Online-Kongress für trauernde Eltern und ich möchte wie so eine Art Buffet anbieten, dass jeder sich in der Situation, wenn er ein Kind verloren hat, egal ob jetzt gestern oder vor 10 Jahren, dass du was findest, was dir hilft, wieder die nächste Tür zu sehen und einen Schritt der Heilung zu gehen. Also viele verschiedene Facetten des Themas und viele verschiedene Ansatzpunkte möchte ich damit reinbringen. Ja. Ja, klasse. Also wie gesagt, einfach wenn ihr Interesse habt, schreibt in die Kommentare, wir kontaktieren euch dann mit mehreren Infos, sobald die dann zur Verfügung stehen, genau. Und ja, also ich finde das super interessant und ich bedanke mich so sehr für die Arbeit, weil ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und dass da jemand da ist, der dich einen auffängt, das ist Ja. so wichtig. Wie du sagst, man fühlt sich ja dann so allein und verlassen. Und ich glaube, dass das größte Thema damit ist einfach, weil man in dieses Loch fällt, sich verlassen fühlt. Es ist ja auch in der Gesellschaft ein Tabuthema. Und wenn nicht drüber gesprochen wird, dann erlaube ich mir auch gar nicht, Hilfe zu suchen überhaupt oder anzunehmen. Also der erste Schritt ist ja überhaupt, dich zu öffnen. Ich brauche Hilfe und nicht alles mit dir selber auszumachen. Ich meine, deine Familie ist wahrscheinlich genauso überfordert wie du. Deine Und Freunde. ja, wenn da Ich nicht glaube, drüber alle sind dann gesprochen mit dir wird, befordert, ja, ja. ich kenne das ja, du wirst ja dann quasi wie ausgegrenzt, ja, Ja. und wenn du nicht nach 3 Tagen wieder funktionierst, na, jetzt komm mal wieder eine pushen, du kannst ja nicht dein ganzes Leben hier in der Ecke hocken, so auf die Art. So gehen die Menschen mit dir um, wenn du Pech hast, ne? Ja, und das Ja, bringt dich bestimmt nicht weiter. oder sie distanzieren sich, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen. Genau. Hatte ich auch. Also meine Leute hier in unserem Ort haben die Straße gewechselt. Letztendlich, das ist eine Unsicherheit, weil die Menschen nicht wissen, wie sie mit dir umgehen können. Ne? Auch das gehört irgendwie angesprochen. Ja? Das wäre dann für den zweiten Kongress, finde ich, ein super Thema. Wie geht man mit, wie hilft man einer trauernden Person? Hm. Das, genau. Vielleicht gibt es auch Gespräche. Ich denke, vielleicht ergibt sich das in den Gesprächen, die ich führe, dass das auch mit angesprochen wird. Ich möchte ja auch Trauerbegleiterinnen, die das professionell machen, psychologisch mit ins Boot holen. Ich habe eine Frau, die ist Hospizbegleitung seit fast 30 Jahren, 27 oder so. Ja, und ich denke, da fließt das alles auch so ein bisschen mit ein, je Ja, nachdem, von super. welcher Richtung man das betrachtet. Sehr wichtiges und sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Ja, hast du noch etwas hinzuzufügen? Ansonsten würde ich nämlich sagen, wenn noch Leute Fragen haben, dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann können wir gerne das nochmal einen zweiten Teil von machen. Ansonsten möchte ich das gar nicht jetzt super in die Fühlt Länge sich ganz strecken. rund an, gell? Fühlt Genau. sich rund an, finde ich auch. Und genau, also hast du noch was hinzuzufügen? Ansonsten gerne Nö. Fragen in die Kommentare und wir machen Teil 2, weil ich finde das so schön, mit dir zu reden. Das harmoniert total. Genau. Ja, super. Können wir gern machen, wenn Fragen sind. Wie gesagt, gern rein in die Kommentare und dann bedanke ich mich für das Gespräch, liebe Mira. Ich bedanke mich. Ich finde das klasse, was du machst und war wundervoll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und noch einen schönen Montag, ja? Genau, tschüss. Tschüssi.